Die letzte Kampagne des Trojaner-Addons ist die Siedelkampagne. Diese ist ziemlich friedlich aufgebaut und es ist schwierig bis unmöglich, diese Mission zu verlieren, aber wir wollen ja vollständig sein. Wenn man nicht gerade auf eine gechillte Runde oder Bestzeiten aus ist, kann man sie auch als F12 bzw. F9-Kampagne bezeichnen. Mission 1 erteilt uns den Auftrag, einige Waren zu produzieren und auf diese Insel zu bringen. Produzieren müsst ihr tatsächlich alles, aber es muss nur ein Teil davon auch wirklich auf die Insel gebracht werden. Keine der angegebenen Waren braucht mehr als 80 Exemplare dort, den Rest könnt ihr auch auf eurer Hauptinsel lagern. Das hatte ich sogar mal notiert, aber bis es soweit war, schon wieder vergessen. Ich kann euch aber nur empfehlen, euch nicht die zusätzliche Arbeit zu machen. Handelsschiffe sind zwar noch akzeptabel, wenn man nicht unter Druck steht, aber ich habe es trotzdem geschafft, eins von meinen kaputt zu buggen. Ganz ehrlich, mir geht es gerade nicht um die Ingame-Zeit, es geht mir einfach nur darum, dass das... What the fuck? Nani? Was habe ich jetzt geglitscht? Hallo? Der Berg östlich eurer Startposition enthält alle Rohstoffe, die ihr benötigen werdet. Ihr müsst nur etwas mehr suchen, weil in dieser Kampagne die Berge groß und ihre Vorkommen klein sind. Im Süden gibt es einen zweiten Berg mit Stein und Kohle, aber die werdet ihr eher nicht brauchen. Falls ihr euch Sorgen macht, dass euch die Rohstoffe ausgehen könnten, könntet ihr vorsorglich Priester und Maler produzieren. Ansonsten ist das Interessanteste auf dieser Karte, dass Saboteure spawnen, die eure Gebäude angreifen, wenn eure Schwerindustrie bestimmte Meilensteine erreicht und ihr bestimmte Güter produziert habt. Reißt also vielleicht zur Abwechslung nicht alle eure kleinen Türme ab und besetzt die mit Bogenschützen. Es kann auch passieren, dass ein feindlicher Priester eure Fische in Stein umwandelt, aber Steine kann man auch immer brauchen, also nur ein kleines Ärgernis. Schlimmer sind wie gesagt die fehleranfälligen Handelsschiffe, daher ist es ganz gut, dass wir den Großteil der Waren nicht transportieren müssen. Sobald alle Waren produziert sind, habt ihr den römischen Teil der Siedelkampagne geschafft.